Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Silent Hill. Nicht Final Fantasy 7, was mir gerade auf der Zunge lag. Wir haben es einen Tag später. Wir haben es einen Tag später, oder? Oder zwei Tage später? Ich weiß selber nicht mehr. Ich bin es nicht gewohnt, so lange am Stück aufzunehmen. Und es klappt trotzdem bei Silent Hill noch relativ gut, bis auf das mir beim letzten Mal irgendwie total übel war. Ich weiß immer noch nicht warum. Ich hatte danach den Tag auch Probleme. Ich habe nicht gebrochen. Ich schwöre, ich habe nicht gebrochen. Ganz kurz. Eine Sache, die wir jetzt machen müssen, ist wirklich sehr wichtig. Das ist optional. Es ist quasi, könnte man sagen, warum zittert hier alles? Eine Sidequest, ne? Ein gutes Ende zu kriegen, beziehungsweise das, was wir jetzt machen, ist, glaube ich, das Plus. So gutes Ende Plus. Quasi das Beste, was man erreichen kann. Und ich habe mir natürlich nicht meine Notizen jetzt offen. Ist so blöd, jetzt hatte ich gerade eh auf den Aufnahmeknopf gedrückt und habe gedacht, machst du einfach. Aufnahmeknopf habe ich gedrückt. Ja. Und eine Neuerung gibt es. Ich habe nämlich jetzt gerade vor ein paar Minuten den Pony abgeschnitten. Ich hoffe, ihr kommt mit dieser Veränderung klar. Ich weiß, es ist sehr krass. So, wir müssen zu. Wir müssen zu Annies Bar. Blödödödö. Ich dachte, das wäre eine Karte, die ich nehmen könnte. Aber offensichtlich haben wir ja eine. Ich bin noch ein bisschen verplant. Und natürlich werden wir Silent Hill heute auch total durchspielen. Und ich glaube, die Chancen sind eigentlich sogar ganz gut, dass wir es schaffen können. Oh, ich kann doch gar nicht mehr kämpfen. Okay, noch ein bisschen weiter und dann links rein. Ich werde nicht kämpfen. Nein, das werde ich nicht tun. Keiner kann mich zwingen. Ah! Are you okay? Yeah, I guess so. But I'm beat. I thought I was a goner there. So how'd it go? Did you find a way out? No, not yet. How about you? Zip. But it's too soon to give up. This craziness can't go on forever. A military rescue squad should be here any time now. If they come through the town, we're home free. I hope so. I better get going. This isn't the time to stand around flapping our gums. Do you know a girl called Alessa? No. Wie überzeugend einfach dieses No war jetzt gerade. So, ich schaue mich hier erst einmal um. Oh Gott, ich hoffe, ich kriege das halt alles hin mit der Erinnerung gerade. Ich hatte es mir, wie gesagt, notiert. Nie wieder! Ich hatte es mir notiert. Und das war auch das Einzige. Ich habe mir die Rätsel schon wieder nicht notiert. Wie gesagt, ich habe ja auch keine Notizen offen. Und hoffe einfach mal, weil ich bei den ganzen Rätseln jetzt eigentlich ganz gut vorankam, vertraue ich da auf mein Gedächtnis, auf mein jugendliches Gedächtnis. Ich glaube, ich habe Silent Hill mit 16 oder 17 gespielt. Auf jeden Fall war es direkt nach Release, also muss ich 16 oder 17 gewesen sein. Und heute ist das schon sehr erwachsen, aber ich war da noch so ein bisschen so, ja. Hä? Kann ich das mitnehmen? Nee, aber der sieht so auffällig aus. Das nehme ich gleich. Entschuldigung. Du blutest hier alles voll? Kann sich das angucken? Nein. Und, ich habe das ja auch schon in Final Fantasy VII erwähnt. Die Kommentare sind so interessant einfach von Leuten, die halt jetzt mit die Erinnerung auffrischen, die das Spiel gespielt haben, zu Leuten, sehr jungen Leuten, die das Spiel überhaupt gar nicht kannten. Oder die Reihe kannten und das Spiel nicht kannten. Oder umgekehrt halt, die das Spiel nicht kannten und sich jetzt für die Reihe interessieren. Super interessant.
Kaufmann muss es fallen gelassen haben. Schau mal, es ist voller Zeug. Ich habe einen Kaufmannsschlüssel. ich habe eine Quittung. 0473. Scheiße, ich habe mir nichts von dem Code aufgeschrieben. Ich hoffe mal, ich... Okay, falls wir eben vom Code eingeben müssen, 0473. Ich glaube, das kann ich mir nur mal im Inventar angucken. Das ist nicht angucken, verdammt. Ja, und ich weiß auch schon, das wollte ich schon länger machen, ich weiß, was als nächstes Spiel kommt. Entschuldigung, dass ich hier in den Kreislauf, Entschuldigung. Kann ich da rein? Nein. Ich weiß, was ich nach Silent Hill mache. Wenn ihr Rule of Rose mochtet, das war ja auch so ein... Naja, das, davon haben nicht so viele gehört. Dann werdet ihr dieses Spiel eventuell auch mögen. Und als ich gesagt habe, als der Minister gesagt hat, hey, ich plane XY zu spielen, ich möchte, dass das eine Überraschung ist, dann, oh mein Gott, ich freue mich so, weil da haben wir uns damals, das weiß ich noch, damals drüber unterhalten, als wir uns über alte Spiele unterhalten haben, hey, und ich fand das und das gut, und dann Minister, boah, das fand ich auch voll gut. Dann, du kennst das? Ja. Entschuldigung. So, und jetzt kommen wir wieder in Silent Hill Stimmung. Das dauert bei mir immer ein bisschen, aber ich war letztens so im Spiel drin, dass ich lange nach dem Spiel noch den Soundtrack gehört habe, ne, beim Schneiden und beim Thumbnail machen und mich da so ein bisschen jetzt nochmal dran erinnert habe. So, und da unten sehen wir, das müsste es eigentlich sein. Also, ihr, oder hier, oh Gott, warte mal. Okay, wartet. Entweder muss ich ins Motel und das könnte Motel heißen, weil da steht in, ne, hier. Es müsste Motel sein, aber Indian Runner? Indian Runner. Ah! Okay, warte, ich werde den brutal töten. Du Affenmann mit... Uah! Ich geh. Nein! Nein, oh Gott, geh weg! Nein! Ich bin nicht dein Herrchen, bitte geh weg! Verschwinde! Ja, nur so wenig Potions. Oh, Scheiben. Ich muss auf jeden Fall direkt eine nehmen. Und wir speichern dann mal direkt. Okay. Also, lass mich mal gucken. Wahrscheinlich hätte ich schon hier reingemusst, oder? Ich gucke, ob ich hier rumlaufen kann. Ist es... Kann ich hier rein? Kann ich hier rein? Nein. Okay. Zerfleischt euch gegenseitig, aber lasst mich bitte in Ruhe. Ich wette, ihr könnt keine Treppen hoch. Scheiben! Oh, Dreck, verfluchter. Warte. Okay, das scheint das Motel zu sein. Und ich glaube, ich muss hier gleich mal wieder... Ah, okay. Hier vielleicht? Das kommt mir schon bekannter vor. Hier ist hier eine Tür. Kann ich da rein? Kann ich das benutzen? Nein! 0473? 0473. Enter. 0473. Enter. Okay, warte, ich hätte es mir mal angucken. Ich werde mir die gleich, glaube ich, echt vom 0473. Quittung vom General Store. Wahrscheinlich von Kaufmann hinterlassen worden. General Store. Ah, Indian Runner. Okay, dann müssen wir erst dahin. Entschuldigung. Dann gehen wir nochmal zurück. Es wird... Denke ich nicht allzu lange dauern. Das heißt, die reguläre Story. Wobei, wenn man das nicht macht, hat man, glaube ich, auch ein paar Probleme, das Spiel, die Geschichte drumherum. Also ich versuche schon so viel wie möglich zu finden, auch Zeitungsausschnitte und so, weil die braucht man wirklich. Es ist teilweise schwer zu verstehen. Zumindest war... Ja, das war... Ich bin begeistert. Das war halt für mich natürlich damals schwer zu verstehen, weil ich halt noch nicht so... Naja, ich war jetzt nicht dumm oder so, aber... ja, ihr wisst schon. Da hat man es noch nicht so gecheckt. Also ich auf jeden Fall noch nicht. Habe ich auch kein Problem, das zuzugeben. Viele Sachen erscheinen mir jetzt auch viel, viel logischer, als es mir damals schien. Geradeaus und dann rechts. Hier noch nicht, bei der Kreuzung rechts. Ah, und schon wird es ruhiger. So, hier schon, ne? Oder? Boah, ey. Okay, warte mal, ich kann hier aber schief rein. Das ist in Ordnung.
So, Indian Summer oder Indian Runner? Indian Summer war ein Filter in irgendeinem Grafikprogramm. Okay. Kann ich denn in den Burgerladen auch gehen? Warte mal, wenn wir schon mal da sind. Ich schwöre euch, ich gehe gleich weiter. Hallo. Kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Ich kann da gar nichts machen. Hallo. Oh, die sind lieb, die tun mir gar nichts. Alles in Ordnung. Kein Problem. Okay, lass mich kurz warten. Okay, ich gehe gerade drauf zu. Ah, super. Super. Okay, 04. Oh nein, dann brauche ich ja noch einen Code. Ja, schnell rein. Wisst ihr, welchen Kommentar ich geil fand? Von jemandem, der, also von jemand auch der Jungen, die geschrieben hat, oder der geschrieben hat? Ich glaube, das war der. Mann, ist das spannend, wann kommt die nächste Folge? Bei Silent Hill 1. Boah, da freut man sich doch voll. Da freut man sich davor. Immer diese Vorurteile, so, oh, die Jungen von damals, die wissen das gar nicht mehr zu schätzen. Ah, doch. Ich hatte natürlich auch einen Kommentar hier, warum spielt sich Call of Duty oder irgendwie sowas, aber der aber auch nicht wirklich böse gemeint war. Aber wie gesagt, gibt solche und solche. So. 20. August. Er ist vorbeigekommen. Ich habe ihm das Paket übergeben, das die Frau hier zurückgelassen hat. 12. Dezember. Er ist auch bei Norman aufgetaucht. Ich möchte mit seinesgleichen nichts mehr zu tun haben, aber mir wird jetzt noch mehr aufgelauert als zuvor. Habe daran gedacht, die Stadt zu verlassen. Fürchte mich aber vor dem, was passieren wird, wenn ich es tue. Meine Kaufmann? Er ist abgeschlossen. 3 Laib Brot, 3 Beutel Milch, 1 Dutzend Eier. Deliver Backdoor. Entrance Code. Ach du Scheiße. Oh Gott. Ach du. Oh, das ist natürlich jetzt ein echter Nachteil, dass es so verpixelt ist. Warte. Ich habe mein Handy jetzt hier liegen, damit ich mir entweder Notizen auftippen kann oder Fotos machen kann. Und ich werde mal ganz kurz ein Foto machen. Moment. Was? Wenn ich das Handy dran halte, steht für mich 0885. Ganz klar, 0885. Wenn ich jetzt aber hier drauf gucke, steht für mich da 0886 oder 0886 oder 0866. Ich hätte auch gedacht, die 331 halt. Lieferung an der Hintertür. Oh, Gott sei Dank. Oh, 0886. Gott sei Dank. Okay, das wäre echt übel ausgegangen jetzt. So, Norman Young. Lieferung an der Hintertür täglich um 8 Uhr. Zutrittscode für den Hintereingang 0886. Norman Young. Sorry, aber das hätte echt... Liegt da unten Blut? Nein. Das hätte echt übel ausgehen können. Da ist eine Schublade. Wollen Sie sie öffnen? Ich habe jetzt einfach doof durch die Gegend rumgeklickt. Da ist ein Safe. Oh mein Gott, ich hätte das so übersehen. Da ist ein Safe-Schlüssel mitnehmen. Ich habe das damals nicht gemacht. Ich kenne es nicht. Mist, meine Nase. Entschuldigung, tut mir leid. Ich habe wirklich keine Ahnung, was da drin ist. Oh, ich denke immer, es kommt ein Jumpscare. Boah, verdammt, meine Nase. Jetzt doch nicht. Ich bin sofort da. Einen Moment. Okay, da bin ich wieder. Entschuldigung, aber das war höchste Eisenbahn. Ich habe erst gedacht, ach, dann schnoddert da jetzt was raus und das trocknet von alleine, das wäre aber ekelhaft gewesen. Entschuldigung. Safe-Schlüssel benutzt und jetzt bin ich mal gespannt. Was ist das? Drogen? Ist das Drogen? Ich würde es nicht als Drogen erkennen. Das ist einfach nur Blätter, aber okay. Drogen. Und ihr erinnert euch ja an den Drogenhandel. Fedex. Beziehungsweise den Drogenring hier in Silent Hill. Und hier war auch schon länger keiner mehr.
Was haben wir denn für Pakete auf dem Boden? Okay, das sind Sachen, die mache ich halt privat immer. Ich gucke mir da immer jede einzelne Ecke an und manchmal übertreibe ich da auch wirklich, dass ich immer denke, dass ich vielleicht etwas finde, was andere nicht gefunden haben. Und dann würde ich mich total freuen. Ist noch nie vorgekommen. Noch nie. Ich habe sowieso immer das Gefühl, dass es immer auf der Welt jemanden gibt, der einfach besser ist als einer. Uppala. Und Sachen schneller findet. Okay, hier werden wir nicht lange kommen. So wie bei League of Legends. Ich glaube, ich könnte noch so gut sein in solchen Spielen. Oder, naja, League of Legends, mir fällt gerade nichts anderes ein. Es gibt einfach immer jemanden, der besser ist. Es gibt immer den einen. Oder wenn man MMO anfängt. Und das MMO ist gerade neu, ich bin richtig. Ist gerade wirklich komplett neu auf dem Markt. Und du denkst, boah, jetzt könnte ich eine der ersten sein, die das High-Level erreichen. Und du brauchst ungefähr 2 Monate und ein anderer braucht 2 Tage. Und du fragst dich, wie zur Hölle machen die das? Wie kann das denn sein? Und du hast schon so viel Zeit reingesteckt. Sind die da wirklich von morgens bis abends dran und kennen sofort alle Tricks? Ja, Dinge, die ich mich manchmal frage. So, ich bin ja hier so rumgegangen, ne? Und dann war das nicht da, nein. Harry! Hier? Genau, hier nochmal rum. Oh, Typ, geh weg. Du nervst so. Oh Gott, okay, dann nochmal weiter. Wo war das Türschloss? Ja! Sag mal, bin ich hier das Mittagessen? 0886 0886. Enter. Boah. Okay. Eine Fernbedienung. Ein Magnet. Ein Magnet. Aber ihr seht schon, ich klicke hier einfach alles an. Okay. Zeitung. Mit demselben Datum wie die im Krankenhaus. Ermittlung festgefahren. PTV-Dealer immer noch auf freien Fuß. Weitere verdächtige Todesfälle. Wie der Anti-Drogen-Bürgermeister stirbt? Ein Rauschgiftfahnder an plötzlichen... Entschuldigung. Wie der Anti-Drogen-Bürgermeister stirbt ein Rauschgiftfahnder an plötzlichen Herzversagen mit unbekannter Ursache? Die Drogen, die die Leute, beziehungsweise manche Leute hier genommen haben, das ist ein Radio auf den Schrank. Es ist vollständig tot. Vielleicht ist es defekt. Ja. Schien wohl keine, okay. Keine besonders netten Nebenwirkungen zu haben. Oh, hier kann ich speichern. Schlüssel! Schlüssel sind immer gut. Nichts Besonderes. Oh, warte mal. Ich guck mal hier. Keine Schlüssel. Yeah! Ja, stopp. Das ist ein Gästeregister. Keine besonderen Eintragungen. Das war ganz schön abgeranzt. Kann ich hier was kaufen? Das ist ein Verkaufsautomat, er funktioniert nicht. So, und jetzt ist eine Sache, die weiß ich, die müsste ich mir aber erstmal... Ich glaube aber, die ist noch gar nicht hier. Natürlich. Oh, warte mal. 10. September. Habe das Paket genommen. Angewiesen, es eine Zeit lang aufzubewahren. Will nicht in die Sache verwickelt werden, kann aber nicht ablehnen. Er hat wahrscheinlich etwas mit dem Tod des Bürgermeisters und anderer zu tun. Kaufmann? Ich muss das natürlich für mich auch nochmal... welche Tür kam? Durch welche Tür kam ich rein? Durch die, glaube ich. Okay, das kommt später. Okay, ich habe den Schlüssel.
Genau, ich habe den Schlüssel. So, jetzt gehe ich also hier entlang. Es ist nicht mehr abgeschlossen. Das war aber nicht der Schlüssel. Oh Gott, hoffentlich kriege ich das jetzt alles zusammen, ohne dass ich jetzt den Schnurr umsuchen muss. Das ist die 3. Auf dem Schlüssel war eine 3. Wir haben den Schlüssel benutzt und jetzt können wir hier rein. Okay, nichts. Ein Tonikum. Niemand drin. Das ist super. Das sind die Kleinigkeiten. Kein Strom wahrscheinlich, ne? Okay, ich kann hier nichts machen. Ich würde das gerne lesen, aber der macht automatisch dann die Tür auf. Wollen Sie das Regal verrücken? Ja. Etwas glitzert da drin. Der Riss ist zu klein, um den durchzufassen. Aber wir haben ja den Magneten gefunden. Von dem ich dachte, das wäre eigentlich eine Fernbedienung. Das habe ich mir alles gar nicht notiert. Ich wusste, dass wir wohl irgendetwas finden, wo wir einen Schlüssel rausholen können. Aber ich wusste nicht, dass es ein Magnet ist. Und ich wusste auch nicht, dass er da liegt auf der Couch. Ich bin gerade froh, dass ich es gemacht habe. So, und was haben wir jetzt bekommen? 0473. Achso, das hatten wir schon gemacht. Also, Motorradzündschlüssel ist hier nicht verwendbar. Wir gehen wieder zurück. Oh mein Gott, das Motel. Wir waren in so einem ähnlichen, aber in einem sehr, sehr abgeranzten in den USA, wo die Alchemisten dann aus ihrem Zimmer kamen und meinten, da ist Blut bei uns am Duschvorhang. Weil man nicht weiß, was da vorher passiert ist. So. Musste ich gerade daran denken. So, da haben wir aber noch was. Schrotflintenpatronen. Die habe ich doch gesehen. Nehmen wir doch immer wieder gerne. Okay. So. Ein altes Motorrad. Sieht aus, als ob es schon seit Jahren hier herumsteht. Das ist unheimlich. Nur der Staub um den Tankdeckel wurde weggewischt. Und jetzt müssten wir das benutzen können. Habe den Motorradzündschlüssel verwendet. Ein kleines Glasfläschchen in einem Plastikbeutel eingewickelt. Was ist das? Sieht aus wie das zerschmetterte Glasfläschchen aus dem Büro des Krankenhausdirektors. Give me that! What is this? That's none of your business. Instead of messing with that, how about coming up with a way to get out of here? You shouldn't be hanging around here goofing off. What do you think you're doing? You want to get yourself killed? Get out of here! Okay, take it easy. Unless you want to die, keep your mind on business. Got it? Der Typ hat bestimmt mit dem Drogenhandel vor Ort zu tun. Oh Mann, war der wütend. Und außerdem hat er es noch verdammt eilig gehabt. Das war wahrscheinlich Rauschgift. Egal, es ist besser, ihn an seinen Willen zu lassen. Es steht mehr als nur mein Leben auf dem Spiel. Ich schätze, hier habe ich meine Zeit verplempert. Ich beeile mich besser. Ich mache mir Sorgen und Cheryl. Wir sollen so schnell lesen können. Give me that. Wie so ein kleiner Junge. Give me that. Gib mir das her, du Blödmann. Oh Gott. Okay, weiter geht es in der Geschichte. Jetzt sagt mir nur, was ich tun muss. Ich muss zum Lake. Da können wir nicht hin. Okay, dann ist das hier ja das Richtige, ne? Buckman Road, das hat sie uns gesagt. Muss ich aber hier hin vielleicht? Waver Street? Ich meine, ich kann ja mal gucken, ob da irgendwas ist. Lakeside. Ich muss da unten hin. Okay. Wir können ja... Wahrscheinlich geht der Weg da eh nicht mehr weiter. Kollegen sind wieder da. Achtung! Ihr könnt mich mal... Hallo? Warum läuft er auf einmal so langsam?
Emma ist hier gerade alles so lahm. Das ist wieder schneller, doofe Neugier. Ah, ich dachte, da wäre was. Schade. Man kann ja mal gucken, ne? Natürlich, das ist dieses Indien-Ding. Verdammt nochmal, da war ich doch schon. Ach, schade. Ich dachte, jetzt habe ich aber was entdeckt, was ich nicht kannte. Und ich bin immer noch dafür, dass ich nach der Aufnahme, also nachdem wir es durchgespielt haben, mal gucke, ob ich vielleicht den Nebel irgendwie mit Cheats vielleicht aufstellen kann oder ob es da irgendwie was gibt. Guck mal, wie langsam das hier ist. Wie langsam. Finde ich super interessant gerade. Tut mir leid, ich weiß nicht warum. Da ist ein Boot. Bin ich doch richtig? Mehrere Boote. Und ich muss an den zweiten Teil gerade denken. Hm, schade, schade. Warte mal, kann ich da vorne runter? Nein, nein, nein. Wir gehen jetzt mal geradeaus, denn da will das Spiel sowieso, dass wir hingehen. Alles okay. Kamera vielleicht ein bisschen. Okay. Soundkulisse ist einmalig bei Silent Hill. Ich liebe es so sehr. What's this? Oh! Oh! Huh? Nein, nicht schon wieder. Nein, dieses Mal ist das Gefühl anders. Anstatt des Übergangs von einer Realität zu einem Albtraum, ist es eher wie Realität, die zu einem Albtraum wird. Ich mag dieses Gefühl nicht. Als ob etwas Schlimmes passieren wird. Kein Zweifel, etwas Schreckliches geht hier vor.